Jan, setz dich einfach mal abends vorher hin und google das Ding mal vorher durch, damit du da nicht so einen Scheiß verzapfst. So, moin Leute, herzlich willkommen hier bei Money for Future und ich wollte in diesem Video über Jan Böhmermann sprechen, über seinen Bericht, den er da rausgehauen hat, wo er halt mit der Elektromobilität abrechnet und ich habe gedacht so, boah, kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt muss ich hier schon wieder so ein Video drehen. Bei Mario Barth habe ich das schon gemacht, also ich packe es euch mal in die Beschreibungsbox, habe ich auch ein Video mal drüber gedreht, wo ich so dachte, boah, Mario, hast du irgendwie auch mal recherchiert, bevor du deine Sendung da gemacht hast? Und jetzt habe ich so gedacht, Jan, hast du mal recherchiert, bevor du deine Sendung mal gemacht hast? Also es war wirklich wie so ein Déjà-vu. Und er haut da in seiner Sendung ein, so Dinge nach dem anderen raus. Die Elektroautos sind hässlich. Hässliche Elektroautos, ja, gibt's schon, klar, ne? Aber ganz ehrlich, ein Tesla finde ich jetzt nicht besonders hässlich. Ein Tesla Model S, auch den Audi e-tron, mega geiles Auto. Ja, auch mein Hyundai Kona hier, einfach ein mega schickes Auto, ne? Also, wo sind die denn hässlich? Auch ein E-Up finde ich nicht hässlich und ein ID.3 oder ein Porsche Taycan, Alter, das sind doch richtig coole Autos, ne? Kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt hässliche Autos sind. Also, ich weiß nicht, in welcher Welt er da lebt, so. Aber gut, ist halt so auch Geschmackssache, ne? Die Autos, die er da gezeigt hat in seinem Beitrag, sind da noch nicht so pralle. Und ihr seht das hier hinten im Hintergrund, da ist er noch am Laufen. Also, es war sein erster Punkt. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, nicht, dass ihr euch wundert. Und dann auch dieses Thema Umweltschutzgedanke, ja, dass also die Autos, die E-Autos, viel mehr Ressourcen verbrauchen würden als natürlich der Verbrennungsmotor. Und da ist ja nur Stahl drin und so. Ich denke mir so, Alter, hast du die Zeitungen letzten Monate, hat sich das Ganze gekippt? Ja, da haben sie gemerkt, hey, die Journalisten, die da am Anfang diese negativen Berichte erstattet haben, dass es das eigentlich gar nicht so richtig stimmt und dass halt ja auch mit Umweltbelastungen, pipapo, ne? Also dass eine Avocado-Zucht schon sehr viel mehr Wasser verschlingt als jetzt so ein, als das Lithium aus einem großen Tesla-Akku, ja. Wo man so dachte, okay, Alter, da waren halt schon viele Fehler damals. Das hat sich jetzt eigentlich schon erledigt, ja, und dann plötzlich hauen wir da so eine Sendung raus, ne? Also ich denke, also da sitzen auch Redakteure, Journalisten, die mit ihnen das zusammen machen und da wollt ihr mir erzählen, dass keiner von denen weiß, was so die Sache, also, ne, also die setzen sich doch auch mal hin und googeln das oder nicht, also keine Ahnung, wie das sowieso ein Schmarrn dann auch zustande kommt, ja. Und dann hat er noch das Thema Batterierecycling, geht nicht. Und ich denke dann so, ja, es gibt eine Firma in Braunschweig, sitzt die, die machen Batterierecycling, Lithium-Ionen-Batterien und die können zu 96% die Batterien recyceln. So, die heißt Düsenfeld, ist eine Firma und die machen jedes Jahr 3000 Tonnen Lithium-Batterien, Recycling. So. Und im Moment gibt es noch gar nicht so viele Batterien, die sie recyceln können. Deswegen brauchen sie auch gar nicht so große Kapazitäten. Das müssen sie halt jetzt weiter aufbauen. Und es gibt ganz viele Firmen, die Recycling machen. Ja, entweder machen sie dieses thermische Verfahren, wo sie dann alles erhitzen und daraus dann das alles wieder gewinnen können aus den verschiedenen Schmelzpunkten von diesen Metallen. Oder dann halt, wie diese Firma Düsenfeld, die halt ein anderes Verfahren anwenden, das halt nicht so energieintensiv ist und wo das halt alles komplett geschreddert wird im Grunde und dann die ganzen einzelnen Rohstoffe da unten in so, ja, in Tüten, stelle ich mir so vor, dann da rausfallen und daraus dann wieder solche Batterien gemacht werden können, ne? Weil die Rohstoffe einfach wieder recycelt werden können. Und da wird ja dann auch ein Schuh draus, ne? Auch meine Firma, ne? Wir machen ja, also das ist jetzt das, mein Beruf, ja, ich verkaufe Batterien und die können natürlich recycelt werden, das müssen sie halt auch, ja. Und nur weil es jetzt im Moment dann schwierig ist, sozusagen etwas zu recyceln. Ich meine, wo landen denn die ganzen das sind ja die gleichen Akkus, ja, die halt in euren Handys und Laptops sind, so, ne? Laptop- und Handy-Akkus gab es keinen Gestreit zu diesen Batterien, ja, also, weil das hat ja jeder zu Hause und da macht sich keiner Gedanken drüber. Aber wenn es jetzt im Auto ist, dann wird ein riesen Bohai darum gemacht, weil man das nicht recyceln kann oder was. Also, doch, man kann es recyceln. Man kann es im Kleinen recyceln und man kann es im Großen recyceln. Und ob ich da jetzt einen kleinen Handy-Akku, 10.000 Stück in so einen Container rein tue und das recycelt wird, oder da irgendwie fünf große Auto-Akkus drin landen und die dann recycelt werden, das ist im Grunde das Gleiche. Da kommt das Gleiche raus, man kann es recyceln. So, Punkt aus, fertig. Da braucht man auch nicht sagen, es ist so schwierig. Ne? Also, es ist technisch auf jeden Fall möglich und es wird auch noch technisch besser werden. Es ist einfach eine sinnvolle Sache,
Strom billig zu machen, mit dem Strom dann irgendwo rumzufahren, weil ich da einfach 80% in meine Bewegungsenergie umwandeln kann. Und bei dem Verbrenner, da habe ich einfach nur 30% Wirkungsgrad oder 20% Wirkungsgrad. Und das ist einfach scheiße so. Und dann natürlich das Hauptargument, und das schlagen ja immer alle rein, Elektroautos sind halt viel zu teuer. So. Und ja, natürlich, sie sind teurer, es ist eine neue Technologie, es ist ein neues Auto, ein neues Konzept. Und diese Batterien sind halt das Teure im Moment. Ja, ein Auto an sich, Elektroauto an sich ist eigentlich ziemlich simpel mit dem Elektromotor und der Batterie. Und das einzige richtig Teure ist diese Batterie. Und jetzt sagt man, ja, das ist viel zu teuer. Natürlich, ne? Also wenn man jetzt mal auf so eine Vollkostenrechnung aufstellt, der Anschaffungspreis ist halt relativ teuer. Dafür sind aber die Unterhaltskosten unglaublich günstig. Ja, ich bin jetzt hier 20.000 Kilometer mit meinem Hyundai Kona gefahren. Das ist ein Elektroauto, ja, so ein Elektrik, ja, mit 64 Kilowattstunden. Und ich habe knapp 750 Euro für Strom bezahlt. Ne, klar, da waren viele kostenlose Ladevorgänge auch dabei, ja, wenn man irgendwie bei Kaufland oder so mal tankt. Aber die meisten habe ich an den Schnellladesäulen getankt und da habe ich immer bezahlt. Also ich sag mal so 80% habe ich immer dafür auch Geld bezahlt. Aber 750 Euro bei 20.000 Kilometern ist einfach ein Witz. Ja. Das ist einfach unfassbar billig. Und diese ganze Inspektion, Ölwechsel, diesen ganzen Kram, das ist halt auch Schnee von gestern. So, ne? Also da ist es schon billig. Und man muss halt auch mal sagen, dieser Anschaffungspreis, sobald die Batterien ja billiger werden, und sie werden billiger, wenn 10 große Autofirmen anfangen, große Stückzahlen zu produzieren an Batterien, dann werden die billiger. Dann werden auch die Autos irgendwann billiger. Gebt dem Ganzen doch einfach auch mal ein bisschen Zeit, ne, für so eine neue Technologie. Und ihr habt das so oft gesehen, ja, und immer die gleiche Scheiße, immer dasselbe, was die Leute erzählen. Ja, Flachbildschirme, ganz neu waren die. Und dann haben alle gesagt, viel zu teuer, kann sich keiner leisten. Pam, wumm, 2-3 Jahre später hatten alle einen Flachbildschirm. Ja. Smartphone, genau das Gleiche, konnten sich keiner leisten, so ein teures Ding. So, 3-4 Jahre später kannst du dann für 300 Euro ein richtig gutes Smartphone schon kaufen. Ne? Und Solarmodule, Solarzellen haben auch alle am Anfang gesagt, nein, viel zu teuer, Mensch, kann sich keiner leisten. Das ist doch total der große Schwachsinn und so. Und jetzt ist es so, dass Solarmodule einfach das Billigste ist, Strom zu produzieren überhaupt. Ja? Also von mehreren Euro pro Wattpeak ist es jetzt auf unter 30 Cent pro Wattpeak gefallen. Ne? Durch große Kapazitäten, durch große Stückzahlen ist dieser Preis für Solarzellen runtergegangen. Und bei den Batterien wird es genau das Gleiche passieren. Und ich verstehe mal nicht, warum dann irgendwie die Leute immer so Bashing machen gegen so eine neuen Technologien, obwohl sie dann wissen eigentlich im Umkehrschluss, weil sie haben es an anderen 1000 Beispielen immer schon mal gesehen, ja, dass dort neue Technologien sich dann durchgesetzt haben und sie dann einfach das nicht auch auf so etwas raus projizieren können, ja. Also die Batterien werden billig und dann werden die Autos billig und dann fahren alle für sehr wenig Geld durch die Gegend, wenn sie dann auch noch die Möglichkeit haben, vielleicht den Strom für 8 Cent von seinem eigenen Dach zu nehmen und den ins Auto zu tanken, weil meine Solaranlage Strom produziert. Ne? Das kann natürlich nicht jeder, keine Frage. Aber es ist halt so, dass es einfach eine unglaublich günstige Lösung wird, sich vorzubewegen, sobald halt diese Batterien billig werden und das Auto damit billig wird. So, also diese ganzen Punkte, die der Jan Böhmermann da aufbringt, die sind halt wirklich schwach. Und was ich jetzt halt so verwunderlich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das ZDF ist, ja, also bei RTL, okay, Mario Barth, guckt euch mal mein Video an, was ich gemacht habe über Mario Barth, weil der hat ja genau so einen Stuss erzählt von wegen, Diesel wird nicht subventioniert, aber Elektroautos werden jetzt mit ein paar Milliarden subventioniert, dass dann noch mehr Ladesäulen gebaut werden und Kaufprämien gemacht werden und Diesel wird aber nicht subventioniert, ne? Also so, pff, wo du so denkst, hallo, Diesel sind 9 Milliarden im Jahr, was da subventioniert wird, 9 Milliarden und insgesamt über 250 Milliarden für die letzten 20 Jahre und jetzt erzählst du hier, die Elektromobilität wird mit 3 Milliarden subventioniert, aber der Diesel nicht. Alter, geht's noch so? Und genau das Gleiche habe ich auch bei dem Video hier von Jan Böhmermann gedacht. Es geht's noch? Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also mittlerweile gibt es attraktive Elektroautos, es gibt auch die Möglichkeit, das zu recyceln, die Batterien, ja, Rohstoffe und diese ganze Klimabilanz von einem Elektroauto ist einfach viel besser, selbst mit unserem Kohlestrommix, als wenn du das nicht machst. Und die ganzen Überlegungen lassen dann auch immer dieses Öl fördern und Öl transportieren, weiterverarbeiten und weitertransportieren, das lassen die ganz oft alle weg. So, und das ist einfach
wo ich so denke, meine Güte, Leute, ne? Ihr alle bezahlt für sowas GZ-Gebühren. Da wundert man sich doch ganz schön krass, weil ich finde, die haben ja auch einen bestimmten Anspruch, ne? Wenn RTL so eine Mario Barth-Sendung macht, okay, alles klar, ne? Mach was er will. Der will Quote machen, der will sein Geld verdienen, alles klar, ne? Der will Einschaltquote. Dann lass ihn das erzählen, aber öffentlich-rechtlich so, da denke ich irgendwie, die müssten doch eigentlich schon so ein bisschen mehr Anspruch haben. Und dann kommt sowas dabei rum. Also ist nur meine Meinung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich finde es einfach krass, ja. Also sowas finde ich ist einfach nicht in Ordnung, weil es einfach nicht stimmt so, ne? Und dann wundern sich die Medien, dass die Leute irgendwie das Vertrauen verlieren, ja, in die Medien im Allgemeinen, aber auch in die Öffentlich-Rechtlichen, ja. Und mit solchen Sendungen macht ihr genau das. Ja, ihr erzählt da Scheiße, so, und dann, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ihr erzählt da Scheiße, ja, von wegen, man kann dies nicht, man kann das nicht und das ist alles so schlecht und in Wirklichkeit stimmt das alles schon seit Monaten nicht mehr, ja, und dann denken doch auch, eure Zuschauer müssen dann doch auch, die sind doch auch nicht blöd, die werden doch auch merken, komisch, da passt jetzt aber irgendwas nicht und die werden dann auch sagen so, was ist das für ein Mist, so, da brauche ich mir auch nicht mehr angucken und dann brauche ich mir auch das alte Fernsehen nicht mehr angucken und guck mir dann nur noch meine Sachen im Internet an, so, und dann seid ihr ganz raus. Also, das ist halt so meine Meinung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, das war jetzt auch genug Gelaber. Jan, ich finde euch richtig cool, was ihr da macht, auch eure Sendung und ihr seid da gut und bissig, vielleicht siehst du das ja hier. Und ich habe euch schon gefeiert, als du und Olli da in Berlin immer eure Radiosendung gemacht habt, habe ich das immer gehört finde es super, dass du so erfolgreich bist, aber so eine Dinger, Alter, setz dich einfach mal abends vorher hin und google das Ding mal vorher durch, damit du da nicht so einen Scheiß verzapfst. Sorry, ist meine Meinung, sagt's mir gerne, was ihr denkt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, euer Felix, ciao.